Beispiel Alien. Mit eine komische Figur, die hier landet und nicht genau weiß, was sie hier tun soll. Ein Städter in den Alpen. Ich bin ein Außerirdischer. Ich würde das Ganze als Mondlandschaft inszenieren. Als etwas ganz Urtümliches. Nicht von dieser Erde. Wie ein Science-Fiction-Film. Das ist das Stichwort. Science-Fiction. Ein bisschen mehr Fiction im Leben. Ein Ort, da erhole ich mich. Das ist für mich das ist auch ich mag das Gehen, das Wandern, das Laufen, den Rhythmus. Das ist Musik. Da kann man zuerst mal alle seine Tagesthemen abladen und dann über sonstige große Themen nachdenken und irgendwann ist nur noch Ruhe. Und das passiert in den Bergen, finde ich. Auf eine wunderbare Weise. In der Welt, wo ich mich bewege, da läuft die ganze Zeit so viel, da ist so viel Lärm, so viel Betrieb. Irgendwann habe ich mich entschieden, Musik zu machen, richtig intensiv. Und da war einfach Snowboarden und diese Sportarten, wo halt ziemlich viel Risiko auch mit Brüchen und Verletzungen mit eingehen, die waren einfach nicht mehr drin. Und dann musste ich was suchen, was mir trotzdem noch dieses Loslassen und auch ein bisschen diesen Kick gibt. Und dann habe ich die Berge entdeckt, so mit 19, 20 Jahren. Ich plane dann die Route auch nicht, ich laufe dann einfach los. Also ich kenne mich jetzt da schon ziemlich aus und dann geht's los. Das ist auch eine Monotonie, die beruhigt. Fast schon etwas Esoterisches dann schlussendlich. Aber wenn ich dann eben genau hinschaue, wenn ich dann den Boden anschaue, dann sehe ich plötzlich Blumen. Und wenn ich die Steine ansehe und auch über eine gewisse Weile wandere, dann ändern sich die rauen Landschaften dann eben doch sehr intensiv, im Detail. Und das ist sicher ein sehr musikalischer Prozess für mich. Ich weiß, dass ich als Kind schon, Musik hat mich immer berührt auf eine ganz auf eine ganz intime Weise für mich. Das war für mich ein großer Schritt zu sagen, okay, ich will jetzt das auch nach außen tragen. Ich habe zum Beispiel überhaupt nicht gerne meinen Eltern zu Hause was vorgespielt oder an Weihnachten Lieder vorgespielt. Und ich hab vielleicht auch für mich gemerkt, dass das eine Möglichkeit ist,
eine Sprache zu finden, wo ich in mir drin sehr viel zu sagen habe. Aber ich habe schon auch gemerkt, dass ich da einige große Wanderungen auf mich nehmen muss, um an diesen Punkt zu kommen, um mich wirklich mit Musik wohlzufühlen, um mich so auszudrücken. Und ich habe dann irgendwann entschieden, dass es das wert ist, diesen Weg zu gehen. Weil er ist ja nicht immer ganz einfach. Jetzt gehen wir in diese Richtung hier. Aber ich wusste schon immer eigentlich, ich bin ein Musiker, der raus möchte. Ich möchte den Leuten meine Musik präsentieren. Mich hat schon immer auch das Konzert gereizt. Ich bin jetzt nicht ein Musiker, der nur für sich jetzt hier auf der Alp ein paar Monate sein Werk schreiben würde. Da würde ich sterben. Einfach, dass mittlerweile so etwas da ist, dass ich hinstehen kann und kann sagen, ich bin Musiker, ich genieße das sehr. Und ihr seid die Zuschauer. Ich finde es, freut mich, dass ihr da seid und jetzt geht's los. Und dass ich das so, das hat auch mit Loslassen zu tun oder mit Zulassen. Und dass das jetzt immer mehr so funktioniert, das ist ein Geschenk. Mit Claudio und Fabian, da arbeite ich jetzt im Trio, mit Rusconi arbeiten wir seit 10 Jahren etwa zusammen. Und das ist einfach unglaublich, dass das immer noch funktioniert. Das gibt ja so viele Beispiele, wo man dann aufgibt oder Bands, die aufgeben oder überhaupt. Das ist ja wie dann irgendwann auch zum Teil wie ein Unternehmen, wo man einfach nicht mehr mag oder eine Beziehung, wo man findet, das hat keinen Wert. Ich sehe den Weg nicht, wo es hingehen kann. Aber jedes Mal, wenn wir diese Kante wieder überschritten haben, dann ist es einfach wieder so geil. Also dann ist es einfach wieder, dann ist man sich wieder einen Schritt näher gekommen. Und wir können halt innerhalb von kürzester Zeit Momente kreieren, wo wir genau wissen, wo der andere steht. Wo wir genau wissen, wo ich jetzt den anderen nehmen muss. Wie er auf mich reagieren soll, wo er mich loslassen soll und wo Claudia dann mit seinem Schlagzeugspiel mich peitschen muss und antreiben muss. Oder wo man merkt, jetzt Fabian ist sein Solo am Spielen und jetzt kriegt diesen magischen Moment, den improvisierte Musik eben auch so stark macht. Dass jetzt und dass jetzt etwas passiert.
Also es hat schon etwas, also ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt gleich auf der Stelle religiös werde, aber für mich muss es schon irgendwas noch geben. Außer uns Menschen und Tieren und Pflanzen. So etwas. Oder es ist doch einfach noch schön, sich vorzustellen, dass das gemacht wurde und nicht einfach so ist. Dann könnte ich mir ja denken, ich kann auch so Großartiges leisten. Ich weiß genau, dass das in dieser Art von Schaffen, wo ich tätig bin, was mich interessiert, Monotonie ein großes Stichwort ist. Dass das eigentlich ein Weg ist, der konsequent gegangen werden muss. Aber ich möchte immer Abwechslung, Veränderung. Und das ist so meine große Lebensaufgabe, habe ich das Gefühl, dass ich die Veränderungen in dieser ganzen Kontinuität drinnen haben kann. Früher habe ich gedacht, vielleicht so um 20, habe ich gedacht, ich muss immer alles wieder neu erfinden und von Grund auf verändern, aber das macht keinen Sinn, das ist Energieverschleiß. Immer ein bisschen off the road. Also eigentlich bin ich schon ziemlich ehrgeizig als Mensch. Ich möchte eigentlich ganz nach oben kommen. Aber ganz oben so ist es auch immer sehr einsam. Und ich bin hier auf einer Ebene, auf der Glattalp und ich habe ein großes Panorama, großen Platz und habe halt auch beschützende Berge irgendwie auf eine gewisse Distanz weg. Und das ist eigentlich der Ort, wo ich mich viel wohler fühle als dann auf dem Gipfel ganz alleine. Erfolg in einer Art, wo man nur noch auf dem Gipfel steht, ist wahrscheinlich für mich jetzt nicht erstrebenswert. Da wäre ich zu alleine. Also ich sehe Menschen im Umfeld, wo ich tätig bin, die diesen Erfolg haben und den auch genießen über eine gewisse Zeit, aber dann irgendwann auch ein Punkt kommt, wo man merkt, wie viel Bezug man verloren hat zu Freunden, zu Orten. Ich bin mehr ein Talsohle-Mensch. Ich glaube, Geräusche, das merke ich immer mehr, das ist für mich etwas extrem Faszinierendes. Ich meine, wenn ich einen Stein auf einen Stein schlage, dann kriege ich natürlich in einem Mikrobereich kriege ich 1000 Geräusche raus aus diesem Stein. Ja, die Sehnsucht nach Natur muss sich bei mir als Schweizer irgendwie in diesen Bergen befriedigen lassen, weil da bin ich ja. Und das Meer habe ich leider nicht. Ich habe mir letztens gedacht, ich würde gerne ans Meer ziehen und dann habe ich mir ein großes Foto ausgedruckt von einem Blick raus aufs Meer in der Bretagne. Und das hat mich nach einer halben Stunde so deprimiert. Das hat mich richtig fertig gemacht. Da wusste ich, die Berge sind's.